Es gibt einen neuen E-Meister in der dritten Liga, Apex Legends kommt mit einer neuen Season daher und Star Wars Stimmung macht sich im Battle Royale und in Fußballarenen breit. Was es diese Woche sonst noch gab, erfahrt ihr jetzt im Kicker eSport Wochenrückblick. Der SC Verl hat sich den Titel in der dritten Liga gesichert, zumindest in der E-Meisterschaft. Das Turnier fand in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Während im Vorjahr noch der SVW in Wiesbaden den Titel holte, war für die Hessen in dieser Spielzeit bereits in der Qualifikation zum Grand Final Schluss. Für alle anderen Mannschaften des Grand Finals ging es zunächst in die Halbfinals. Wer diese gewonnen hat, durfte sich im Winner Bracket messen. Klingt kompliziert, ist aber recht simpel. Der Gewinner des Winner Brackets kommt ins Finale. Der Verlierer spielt noch einmal gegen den Gewinner des Lower Bracket. So nennt man das Spiel der Halbfinalverlierer. Im Finale wurde es dann richtig spannend. Köln legte mit 4 Toren vor, Verl bewies jedoch Comeback-Qualitäten. Mit dem Ausgleich erzwang der SC Verl das Golden Goal in einer neuen Partie. Am Ende gingen die Detmolder mit dem Titel und 2500 Euro Preisgeld nach Hause. Herzlichen Glückwunsch! Champion zu werden ist auch in der neuen Season von Apex Legends das Ziel. Der Start ist am 9. Mai und es wird ein neues Rangsystem geben. Das bedeutet, dass die Punkte aus Siegen neu verteilt werden. Ein Bonussystem belohnt Siege und gleicht Niederlagen aus. Außerdem setzt jede Season euren Rang komplett zurück, während es bisher ein Split-System gab. Das Matchmaking selbst findet jetzt unter neuen Aspekten statt. Das Ranking berücksichtigt dabei nicht den aktuellen Rang, sondern den tatsächlichen Skill der Spieler. In der Vergangenheit wurde das bisherige Matchmaking innerhalb der Community stark diskutiert. Mit Ballistic kommt außerdem eine neue Legende in das Spiel. Der Veteran kann 3 statt 2 Waffen bei sich tragen, seine taktische Fähigkeit verfolgt seine Gegner, richtet leichten Schaden an und lässt die Waffe überhitzen. In seiner ultimativen Fähigkeit wird die dritte Waffe zu Gold und die Fähigkeiten des gesamten Teams werden verstärkt. Und unendliche Munition gibt es für ein paar Sekunden on top. Zum Schluss gibt es ein neues Waffensystem, das auch neue Spieler einladen soll. Alle Waffen starten auf Level 1. Für Abschüsse und verursachten Schaden gibt es Erfahrungspunkte. Insgesamt kommen 100 Stufen und jede hält eigene Belohnungen bereit. Mensch, so ein System kommt uns doch von irgendwoher bekannt vor. Natürlich gab es auch Kartenanpassungen, aber da wollen wir nicht zu viel verraten. Stürzt euch ab dem 9. Mai einfach selbst ins Vergnügen. Noch keine neue Season, aber einige Veränderungen gibt es auch in Rocket League und Fortnite. Passend zum Star Wars Monat kommen neue Skins und Herausforderungen. Mit dem 4. Mai kamen 4 Droiden-Skins für eure raketengeladenen Karossen. Ganz im Stil von R2-D2, C3PO, BB-8 und K2SO. Etwas umfangreicher wird es in Fortnite. Da treibt Anakin Skywalker aktuell sein Unwesen. Lichtschwerter und Blaster sind zurück im Spiel und die Macht kann in Gefechten genutzt werden. Ihr wisst schon, die Klassiker. Wegstoßen, heranziehen, werfen. Besonders spannend für viele Fans sind wohl die neuen Skins. Während es in der Vergangenheit eher Charaktere aus der Originaltrilogie und den Sequels gab, kommen nun Anakin Skywalker, Padma Amidala, Darth Maul, Klonkrieger, der Soldat der 501. Legion und der Soldat des 212. Bataillons. Seid ihr eigentlich scharf auf Skins in Videospielen? Schreibt das mal in die Kommentare. Für einen Aufreger in dieser Woche sorgten die Ingame-Models einiger Spielerinnen in FIFA 23. Erst am 23. März wurde das Spiel um einige Frauenlizenzen erweitert. Seither ist nun auch die National Women's Soccer League dabei und die Halbfinalistinnen der UEFA Women's Champions League sind mit von der Partie. Die US-Stürmerin Sydney Leroux war aber von ihrem Ingame-Model nicht begeistert. Sie schrieb auf Twitter: "Es gab das Stirnband, den Zopf, das Nackentattoo und die gezupften Augenbrauen." Und sie fordert: "Etwas weniger Brustumfang und ein anderes Trikot überziehen." Auch andere Spielerinnen sind wenig begeistert und fühlen sich kaum repräsentiert. Electronic Arts hat aber schnell reagiert und die Ingame-Models angepasst. Die Spielerinnen sehen nun eher nach dem realen Vorbild aus. Das war's von dieser Woche. Vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, um keine E-Sport-News mehr zu verpassen. Good luck, have fun!